Ungeduldigen, ne? Wenn sie nicht mal ein vernünftiges Auto leisten und sind dann auch noch ungeduldig. Da steht das Riesenbaby. War nicht das größte. Aber ich denke, was Größeres sollten wir uns hier auf der Karte auch nicht antun. Fülle das Gerät zuerst auf. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Och, Pilt. Die setzen hier nie einen Blinker. Ja, da hast du wohl recht. Das Gespann so, auch farblich gesehen, ne? Sieht ziemlich gut aus. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo kriegen wir denn jetzt die Gülle her? Ich meine, da wo vorher der Viehtransporter geparkt hat, da kriegen wir die Gülle aus dem großen Stamm. Da gehen wir uns erstmal die erste Ladung holen. So, Ah, ich denke, hier vorne kriegen wir den für die Kühe. Für die Schweine. Hier sind ja auch schon 8000 Liter drin. Ja, gehen wir mal schauen. Nur mal so ein bisschen mit den Joysticks spielen. Oh, das ist ja cool. Das ist zwar nicht notwendig, aber ich kann es machen. Ausfahren. Genau. Laden wir mal die Gülle ein. Und während die Gülle einlädt, geben wir doch schon mal Milch holen.
Ja, hier muss man demnächst auch mal ein bisschen was machen. Verkaufen. Ja, gute Nacht, Psychobäcker. Ist ja heute schon mal relativ lang da, ne? Wir sehen uns morgen bei Paul. Voll. Wir können das Ding jetzt hier auch oben aufmachen. Das ist dann wahrscheinlich eher sowas fürs Überladen auf dem Feld. So, dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir mit dem Gespann auf dem Kleefeld was ordentlich hinkriegen. So, wie war das doch? Alt B. So, ne, wir müssen jetzt erstmal. So, den noch einschalten. Hüllefass einschalten. Ausbringmenge. So, absenken nicht vergessen, ne? Habe ich dann hier aber auch genug Stickstoff? Stickstoffwert 80, perfekt. Okay, wenn ich also 80 brauche. Und der bringt 80 aus. Dann haben wir ja genug. El Matador, vielen Dank für deinen Raid. Ich sehe, ihr habt
Farming Simulator gespielt. Was habt ihr denn Schönes gemacht heute Abend? AD-Kurse, und da durften deine Zuschauer mitgucken, wie du das machst und lernen, damit sie Kleinigkeiten auch selber machen können. Ja, als ich noch auf der Marsch unterwegs war, habe ich das auch sehr viel gemacht. Meine eigenen Sachen geändert. Und den Leuten dann immer erzählt, wie man es macht. Die wenigsten machen es nachher trotzdem selber. So, wenn wir hier natürlich jetzt mit Gülle arbeiten, dann nehmen wir quasi ein Abfallprodukt anstatt nachher dafür teuer Dünger einzukaufen. Also denke ich, diese Anschaffung wird uns eine ganze Menge Geld sparen. Solange wir genug Gülle haben, natürlich, ne? Tobias noch hier. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Güllefahren. Naja, wenn du Pech hast, kommen einige nicht wieder, ne? Bleiben die einfach hier. Nein. Meine Leute sind hier schon gut aufgehoben. Wir machen halt hier auf der Hof Bergmann nur so langweiligen Kram. Oh. Das ist nämlich hier der Stream, wo wir Mais Plus mit der Hof Bergmann testen. Sieht bis jetzt relativ gut aus. Alle bisher gefundenen Fehler konnte ich wunderbar beheben. Ja, warum tun wir uns nicht zusammen, ne? Die können ja die eine Woche bei dir gucken und die andere Woche bei mir.
ab. Das wollen wir auch nicht machen. Nee, das Ding hier hat kein Schlauchsystem. Deswegen mache ich es so ein bisschen semi-realistisch. Zumindest fahre ich das Schlauchding aus. Ist der Standard aus dem Base Game. Da geht das Schlauchsystem halt nicht. Wenn ich hier mit meinem, mit ihm hier die Milch durch die Gegend fahre, habe ich auch kein Schlauchsystem. Aber das dauert mal wieder. Da können wir noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen Butter und Käse stapeln, ne? Oh, das Ding nachher wieder meckert hier. Nach El Matador. Ja, liebe Freunde, das war El Matador. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind meine Autodrive-Pose. Zwar für eine ältere Version, aber von ihm. Also gerne mal auch bei ihm reinschauen. Langsam echt mal verkaufen. So, und den Schweinestall haben wir leer gesaugt. Hier dürfte aber noch genug drin sein. Man könnte ja mal überlegen, jetzt die Kälber in die Kälberstelle zu bringen, ne? Hier in die Kälber-Iglo. Damit Milch zu füttern. Könnte man.
Ja, Gülle umpumpen hier dauert. Ob das jetzt am Fass liegt oder ob das auch da auf Bergmann so eingestellt ist, das kann ich gerade nicht sagen. Das wusste ich nicht. So, auf der anderen Seite haben wir nicht ganz geschafft. Ja, so ein Güllefeld, so ein Feld mit Gülle dauert schon irgendwie länger. So, kann man das jetzt bei Precision Farming nicht so ganz sehen? Ja, ich sehe hier, wie viel Gülle ich gebraucht habe. Wenn ich jetzt die Gesamtwerte angucke, na, dann steht hier nämlich bei Gülle kein Wert. Und wir haben bisher auf diesem Feld schon für 1600 Euro Mineraldünger gelassen. Das fällt jetzt natürlich weg. Dadurch. Vernünftig gedüngt ist trotzdem. Weil ich mich natürlich frage, woher diese Unebenheiten hier kommen, ne? Der Sensor ist an. Das Fass hat diesen Gülle-Sensor, diese Gülle-Sensortechnik. Damit sollte das alles gleichmäßig laufen. Aber wie wir hier sehen, tut es das nicht. Trotz automatischer Ausbringmenge. Kein so schön gleichmäßiges Bild wie mit der Gülle. Mit dem normalen Applikator. So, pass auf. Ausschalten, zusammenklappen, ausschalten.
und dann holen wir uns Gülle noch für das andere Feld. Schauen wir mal, wie weit die Gülle reicht. Wenn die Gülle nicht bis zum Ende reicht, müssen wir den Rest mit normalem Dünger machen. Und wir sind auf 1,47 Hektar jetzt 33.000 Liter Gülle gegangen. Ah, dann brauchen wir natürlich hier mit fast dem Doppelten, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wir werden sehen, so rein von der Optik her ist es hier ein bisschen dunkler als den Rest der Fläche. Das eigentliche Muster sollte aber so sein. Wir werden sehen. Ich kann das jetzt hier schon mal... Dass wir das Feld. Ja, da habe ich verzahlen. Ja. Das haben wir. Das Feld. Genau. Weil das Gerst und das Weizenfeld liegt im Moment noch ohne alles da. Das Maisfeld ist das, was als nächstes kommt. Mit Maishäckseln. Das kommt dann alles schön ins Fahrsilo. Also wenn das immer so langsam geht, dann... Das ist ein chilliger Job, ne?